So, meine Freunde, was geht und willkommen zum 10. Part von South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir machen jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich müssen wir da den Drachen vom Baum runterholen. Und ja, wir müssen da einen Weg finden. Wir müssen nämlich das machen. Eine neue Fähigkeit. Oh, hey, klasse! Geh runter da, was ist das? Dann können wir jetzt Furzkur machen. Versuch, Furzen ist schwer! Nächster Versuch! Das sagst du aber zwei Meter hintereinander, okay? Ich war schon früher. Jetzt wollen wir auch recht easy. Er steckt voller Überraschungen! Genau. Wir haben's geschafft! Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein! Furzkur. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkur schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Wir müssen es gleich mal in der Öffentlichkeit machen. Es ist kein Problem, als Junge ein bisschen feminin auszusehen. Bleib dir selbst treu. Ah, können wir nur Selfie mit dem machen? Oh klar, du willst jetzt was in den sozialen Medien posten, gut. Machen wir nur Selfie. Wir haben den eh schon als Follower, aber wir machen auch nur Selfie zum Spaß. Und jetzt müssen wir Cousin Kyle seinen Drachendruck geben. Das brennt jetzt vielleicht, Kobele. Sei der größere Superheld, Cousin Kyle, und vergib unseren neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Okay, ich vergebe dir. Sag, ich übe kein alternativen Universum. Genau. Let's go. Kyle Schwarz folgt mir jetzt. Oh, super. Bis später, Coolstagram, Kumpel. Wiederbelebungsserum. Ah, nein, ist ja gleich. Da können wir noch ein paar Sachen einsammeln. Aber wir machen jetzt gleich mit der Story weiter. Nämlich, letztes Mal wollten wir die große Story da machen, wo wir die Medizin für die Klasse holen müssen. Wir haben es aber nicht machen können. Weil wir halt zuerst die Mission da machen müssen. Weil wir sonst nicht auf den hohen Ort da aufkämen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt da hin und machen Furzkur. Und wir sehen uns dann da. So, ich bin jetzt da. Jetzt müssen wir nämlich da hingehen. Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Und Furzkur machen. Soll ich dir die probieren? Wir können es jetzt nicht machen, wir müssen vorher mit den Dudes kämpfen. Verdammt. Wo bist du hin, Puss? Jetzt gibt's aufs Maul! Wir hätten abschießen, aber der ist irgendwie zu mir zu hintergegangen und hab nicht gewuschen. Ich hoffe, zuerst der Greenscreen wird besser funktioniert als letztes Mal. Jetzt haben wir da irgendwie mit umgepackt und dann hat irgendwie einfach Teile von meinen Stören und so weg und so ein bisschen. Im gestrigen Part. Im vorgestrigen. Ein heißer Tanz. Ich weiß nicht, wann das Video aufkommt. Na, lass uns backen. Wenn es geht, dann kommt es am Dienstag. Wenn es nicht geht, dann kommt es Mittwoch. Ja, machen wir mal das. Ich wähle dich! Ich hab einen guten. Den kennen wir sogar nicht. Cool. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Skr. Ging mir zu weit am Arsch vorbei. Scheiße, Superbreak. Hat man Respekt vor deinen Kollegen? Der Nickel Skirk sagt. Skirk. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Wir haben mich schon wieder ein bisschen hinterher, Kim Miffy. Nehmt eure Medizin! Nicht asynchronis. Ja! Das haben wir extra die Pufferung ausgemacht, dass ich ein bisschen schlechtere Qualität bei der Webcam habe, aber dafür hat es nicht mehr asynchron ist. Das ist ja nicht mehr so weit zurückgehängt. Können wir da keinen von nachher umgreifen? Nein, wir können den da töten, wenn wir das machen. Oh yeah! Die haben überhaupt keine Chance! Bestimmt. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Der braucht sehr runde, bis er das hat. Und dabei kann ich den Dude schon töten. Die packen mir schon easy, Bruder. Verlass mich auf dich. Oder. Nein, ich mach mal so. Da können nämlich beiden schaden, oder nicht? Ja, schon.
Spaß? Nice. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Ja. Rupfen wir den nochmal auf. Das könnte brennen. Pferd stirbt, ja, und Pferd langsam auf machen. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Cool. Schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Nächste Runde seid ihr fertig, Viertklässler. Ja! Oh, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Captain Diabetes. Captain Diabetes ist kampfbereit. Ich kann ihn nicht down machen, verdammt, als wenn. Ja gut, dann machen wir den einfach, wir können alle vier schaden. Wir könnten Freunde werden, wenn du auf dem Kampfbereich kommst. Alle drei, ich kann nicht zählen, Junge. Wie vertraut du im Zahlenraum von 1 bis 10 ist da? What? Das machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Ja, du hast der kann. Achso, der hat gar keinen Dusch. Und er ist dich wieder. Ich wähle dich. Federfaustschlag! Ein gründliches Fisting. Jetzt setzt's was! Ich wähle dich. Ah. Nicht schlecht, Neuer. Ich wähle euch beide. Ach, danke, so muss ich ihm nicht selbst den Finger zeigen. Ich bin jetzt. Als ob der gar keinen Zug macht, der Junge. Ich würde sagen, ich bin jetzt dran, der hat aber gar nichts gemacht. Ja, gut, der macht was. Lass unseren Freund in Ruhe. Und er ist down. Liebe im Namen der Gerechtigkeit. Nice, Bruder. Und der also ist halt mehr down. Mega Faustschlag. Haha, geiler Bitch-Step, Alter. Das packst du schon. Ja, das. Alter, ob ich jetzt den feuchten Leute das gemacht habe. Aber ist gut. Wenn du weißt, ist es wie mir jetzt ein übelst entspannter Abend, wenn ihr einfach da sitzt. Greenscreen auspacken und ein bisschen aufnehmen. Zittert vor Kuhn in Friends. Ich kann nicht mischen. Moin. Ist für mich ein übelst entspannter Abend, wenn ich einfach aufnehmen kann. Ah. Wer ist das nächste Ziel meiner... Das übersprungen wir nochmal. Ist einfach übelst chillig, wenn ich einfach am Abend so da sitze und ein bisschen aufnehme. Fäuste lösen wirklich jedes Problem. Ich hab jetzt echt keine Ahnung, ob der Part jetzt nur am Dienstag kommen kann. Weil die nehmen den ja gerade Montagabend auf. Und die müssen ja dann nur schneiden. Und die können morgen, also am Dienstag, erst um 5 Uhr abends nach Hause, also 17 Uhr. Und dann muss ich noch was essen und so. Und dann kommen wir dann halt erst um 18 oder 19 Uhr oder so zum Schneiden. Also ich werde auf jeden Fall probieren, ob ich es am Dienstag auch wieder lang. Aber das ist 6 Uhr näher, also ja, wir machen jetzt so weiter. Also gut, wir müssen jetzt dahin und mit Kurzko auf das Dach. iPad, iPhone aus natürlich. Bereit? Wow, die fliegen! Ja! Wow, krasse Scheiße! Als ich das letzte Mal so high war, hatte ich Sex mit einem großen... Uff, das wollte eigentlich keiner wissen. Das wollte eigentlich keiner wissen, Bruder. Ja, das ist Käse, bitte. Das ist ja richtig. Mach's genau so, wie ich's dir gezeigt hab. Okay, das war mein kompletter... Wir sind echt weit oben! War gerade übel creepy, aber ja. Da können wir jetzt gleich noch andere Sachen, Gegenstände holen quasi. Ja, Mann. Ich sehe unser Haus von hier. Da können wir jetzt einfach auch noch rüber. Wir können jetzt aber noch die ganzen Dächer ein bisschen dumm und ein paar Items holen. Los! Wow, wow! Das... Amazon-Anzug. Okay, weiter kann man anscheinend nicht. Dann gehen wir wieder runter, oder? Startbereit! Ja! Okay, das kann man einsammeln. Und jetzt können wir eigentlich gleich den... Missionsgegenstände. Käse Shrimperito craften. Steigen wir wieder ein bisschen auf. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich gerade zum Medicinal Fried Chicken gehen. Und ja,
Wir sind ganz da. So, ich bin jetzt da. Los, nur keine Hemmungen. Drücke A, um den Käse-Schwimmer-Burrito zu essen. Let's go. Und jetzt können wir richtig nice andere Spezialfähigkeit. Zeit kurz Pause. Let's go. So, dann noch. Jetzt ist Pause und jetzt kann ich einfach da reingehen und den Schalter umlegen. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. Dann ist nämlich der Laser nicht mehr da und dann können wir auch reingehen. Let's go. Ah, neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Oh, will eure Freundin ein energetisches Gefühl in deinem Körper heilen? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Hey, wollt ihr high werden? Oh, hi Eric. Oh, Tony, dachte du wärst auf Entziehungskur. War ich und jetzt bin ich wieder im South Park. Clean und nüchtern, sag ich da. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric. Und ja, das ist super. Ich werde jetzt frei davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile. Ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Hm. Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg. Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu werden. Ab jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tue Gutes, indem ich den pflanzliche Heilmittel für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mit der Scheißwohnung im Nacken sitzt und mit Pauli das Klo ist kaputt. Und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir wollen für die Freundin Medizin abholen. Sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, auf dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie will das C, ne? Nein, nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy. Ah, ich habe ihre Bestellung. Nehmen Sie, sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum-Oji für... Warte, was zur... Wer hat hier Schiffskusch zum Uji Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch... Hallo mit Chill mischen, das packt sie voll ab! Gott, fuck! Hey, Tony, alles cool, richtig ab? Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit! Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware vom Scheiß-Sex müssen, die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun! Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll! Fickt euch! Du bist ein Handtuch! Ich denke, das mache ich ins Thumbnail rein, Bruder. Graspfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Ich finde, weil ich habe gerade das Betrugsshirt von Tom Tender an. Six Level, das nicht was? Betrug? Weil im letzten Part haben wir übelst Betrug gehabt. Dann habe ich jetzt das Shirt, dass das auf jeden Fall das Beweis festgehalten ist. Da. Aber ja, jetzt machen wir mit dem Fight weiter. Beruhige Tauli, Spezialteam. Hier ist überall Ware! Das skippen wir mal. Das war ja nicht so gut, dass es skippt, aber. Gehört jetzt Kuhn in Friends. Allerfeinster Handtuch, Spaß! Aus dem Weg, Kuhn, Freunde, Daddy ist da! Wir müssen nämlich jetzt die ganzen, Fuck, ich brauch einen Schmerzhammer. Grashäufen, was da liegen, der 4, die müssen wir anzünden. Nicht mal 5 Minuten Pause. Da müssen wir das muss man warten. Sich selber kümmern. Kumpel, müssen wir warten. Der Kunde hatte eine Frage. Autsch. Bis, Arbeitsplatz. Bis Tauli uns angezündet hat, wenn wir angezündet so sind. Dann müssen wir auf die Grashäufen gehen. Ich werde zünden uns jetzt an. Baby. Oh, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und jetzt müssen wir quasi in den Grashaufen einigen. Ihr Bastarde! Zünd doch mal den da hinten. Jetzt für den Kuhn! Wir müssen jetzt brennen. Da brennt es mit dem Kunden nicht. Keine Ahnung, wieso? Super flauschig, weil ich das Handtuch bin! Und bloß gegen das Handtuch. So, blöd. Ich bin mehr Lover als Fighter. Verbreitet eure schlechten Weiß woanders. Jetzt sind wir da mit mir, oder? Jetzt kochst du!
kurz Tagsatz über. Der Verkäufer tötet dich. Alter, da treten ja Pussys härter Zutat. Alter, ich mach viel Sport. Augen zu. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie. Jetzt kann ich den Haufen da anzünden. Da bin ich mal zu 100% sicher. Autsch. Ja, als Brenner. Zündest du meinen Vorrat an? Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Ich noch einen an. Ja, schlag bitte den Kuhn vor, Kiste. Ich denke, wir haben mal Eric heilen. Haben wir irgendeinen Käse-Dings? Wir können dann heilen mit dem. Das ist, denke ich, gut, weil ich fast beim Sterben. Danke. Ganz schön. Du Sohn. Ist gar nicht böse gemeint. Aber wenn du chillax mit dem roten Kuhn bist vermisst, dann werde ich sauer. Tut mir leid. Zünd das Angunder ab. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Steck noch einen an. Kann ich nicht dann wieder hinter ihr oder so? Anscheinend nicht. Verdammt, ich kann aber die Ulti verwenden. Ich nehme die Ulti mal her. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Auf sie, Wunderarsch. Dann hauen wir mal dahinter. Meine Knochen gebrochen, denn ich hab keine. Ich, Mann, ich kann eigenes Blut nicht sehen. Jetzt haben wir jetzt einmal das kann man dann auch auf Zeit machen. Einfach die Zeit stoppen und dann kannst du da zum Beispiel hingehen und den Dude einfach schlagen. So viel es jetzt ausgeht, du hast 5 Sekunden Zeit. Ich kann schon ordentlich Damage machen. Und dann kannst du jetzt... kann ich den aktivieren? Den ja, Haufen? Ja, kann ich aktivieren, okay. 2 von 4 Haufen brennen schon. Gut. Hör auf, die Jahre abzufackeln! Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Verschau das nicht, Blödsack. Ich kann gerade gar nichts machen. Soll ich mit dem Dude da ein bisschen... Ich hau den Dude mal hinter da. Hey, lass es am Handtuch aus. Überhaupt, wer hat letzte Woche mein Sandwich gestohlen? Ich nicht, Mann. Stopp! Jetzt wird der Kund. Ich kann da nicht hinspringen, weil da vorne ist. Möchtest du mich verarschen? Ich stehe in Flammen. Ich hätte mich jetzt mit dem Bohrer in Rie teleportieren können. Scheiße. Los geht's, Furz. Nee, ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest für eine gute Partystimmung. Können wir theoretisch schaffen. Das wäre jetzt richtig heftig, wenn das jetzt geht. Es geht's. Oh. Und jetzt mein bester Angriff. Mein bester Angriff. Hey Leute, wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Die Mucke geht gerade voll ab, Junge. Schultertanz. Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar. Man, der die Purple-Spinne aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Nice. Sehr gut, Bäuer. Bring das zu Classy. Ja, mach ich gleich. So, ich bin jetzt da. Na, schau mal, was jetzt passiert. Siehst du, der Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Oder auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht kriege, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das nicht. Okay, ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen. Verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt.
Na also, Kuhn hier ist Blitzfreak. Wunderarsch hat die Info von Clancy. Nicht schlecht, Neu. Was habt ihr erfahren? Das Justorit im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Im Justorit war ja klar. Okay, passt auf Clancy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzfreak Ende. Sieh mal an, mein kleiner Held. Jo. Was haben wir jetzt als nächstes für eine Mission eigentlich? Als nächstes haben wir jetzt entweder die Schnitzeljagd, das Yaoi-Ding, oder die Raisins-Ding. Muss ich einfach oft gegen so Raisins-Girls kämpfen. Da haben wir nur die Geisterabstimmer, da muss ich mit Craig reden, bei dem Geschäft halt. Und ja, sonst haben wir jetzt eigentlich auch nichts. Die nächste Mission, die können wir dann halt, wenn ich mich aus dem Haus, glaube ich, aus bewege, dann kommt, glaube ich, wieder eine neue Mission. Schaut gar nicht recht nice aus, so. Der Weiblock ist eigentlich seit den 80ern total out, aber Wunderarsch steht irgendwie. Scheiße, so eine Nacht, kann ich mit dir ein Selfie machen? Ein Selfie mit meinem dir, kleinen Homie. Okay. Mit dir kann ich uns machen. Neuer Follower. Danke, Player. Wir sehen uns. Kein Ding. So. Okay, jetzt haben wir nur zwei neue Follower gehabt. Der Part ist jetzt eh schon wieder so 30 Minuten lang. Ich weiß, dass wir heute nicht so viel geschafft haben. Aber es war, denke ich, doch trotzdem ein sehr schöner Part. Und ja, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich noch am Dienstag auch wieder lerne. Wenn es nicht geht, dann kommt es ja am Mittwoch. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von South Park Spektakuläre Zerreißprobe wieder. Bis dahin und ja. Ciao.